Hallo Freunde, willkommen auf Your Adventure Channel. Heute dreht sich alles um das erste C der 5 Cs von Bushcraft and Survival, und zwar um die Cutting Devices. Wie ihr ja schon auf den Bildern am Anfang gesehen habt, als Axt benutze ich die Wetterlings-Axt, die Jagdaxt, und dann verschiedene Messer für die Sau- und Hirschjagd, einen großen Hirschfänger, und mein Lieblingsmesser für das Bushcraft und auch für das Jagen, das ist hier dieses Messer, ja, von The Bushcraft Store aus England. Gibt es bei eBay, und ich blende euch später auch im Video noch die Kontaktadresse ein von der Firma. Das Messer zeichnet sich einmal aus, hier durch eine super Lederscheide in einer ganz tollen Qualität. Und was ganz gut ist, hier ist diese Schnellöffnung. Da könnt ihr mit dem Daumen aufmachen, das Messer rausziehen und habt sofort im Griff. Und was ebenfalls ganz toll ist, das ist die Tragweise. Ihr könnt das Messer einmal normal am Gürtel tragen, oder was viele auch bevorzugen, das ist dann quasi die Tragweise schräg, also das Messer quasi so horizontal am Gürtel zu tragen. Und dann auch hier habe ich eben dann die tolle Option, mit einem Griff das Messer quasi schon in der Hand zu halten. Was mir als Linkshänder natürlich besonders gefällt, das ist dann, dass es diese super Lederscheide ohne Aufpreis für Links- und Rechtshänder gibt. Zum Messer selbst ist zu sagen, dass es hier sich um ein K27 Werkzeugstahl handelt, mit nur quasi einem Scandi-Schliff. Das habt ihr nur einen Kegel, das lässt sich ganz leicht schärfen, indem man hier quasi mit einem Diamant oder auf dem Nassstein das Messer nur einfach abzieht. Das Ding wird schon rasiermesserscharf geliefert, ja. Und was optisch auch sehr schön ist und der auch wirklich gut in der Hand liegt, das ist dieser Birkenholzgriff aus finnischer Birke. Und was ganz toll ist, ist die Klingenlänge ist 11 cm und das Heft, das hat 12 cm. Und ihr seht, wie gut es in der Hand liegt und wie gut es auch ausbalanciert ist. Also echt mein Lieblingsmesser, und das Tolle ist, es lässt sich zum Jagen verwenden und zum Bushcraft. Die Klinge ist stark genug, ja, mit 4 mm und hält jeder Beanspruchung stand. Wichtig bei dem Werkzeugstahl ist zu wissen, dass man quasi hier eine gewisse Pflege auch braucht, ja, indem man hier eben das Wasser nach Gebrauch entweder mit WD-40 Öl oder mit Ballistolöl wieder einreibt und pflegt. Und jetzt zeige ich euch noch ein besonderes Feature dazu, und zwar hier diese Dinge, die könnt ihr einfach hier rausziehen, geht ganz easy, und jetzt kommt es optional, könnt ihr hier so ein Kit mit dem Feuerstahl dazu bestellen, und dann könnt ihr hier quasi diesen Feuerstahl montieren, ja. Und dann habt ihr quasi das Bushcraft Set komplett. Hier habe ich euch jetzt mal den Feuerstahl noch montiert, und jetzt hier, das ist die normale Tragweise, auch hier habe ich den superschnellen Zugriff aufs Messer, ja. Und was mir hier auch gefällt, ist einfach die Qualität von der Lederscheide, ja. Das ist wirklich dickes, festes Sattelleder, das auch gut vernäht ist. Jetzt zeige ich euch noch die horizontale Tragweise. Hier seht ihr jetzt die horizontale Trageweise, die ich zum Beispiel beim Jagen benutze. Wenn man dann in der Hocke arbeitet, dann ist es mit dem Messer in der anderen Richtung immer schwierig. Hier ist es jetzt so, auch hier habe ich jetzt wie beim Schnellziehholster für eine Pistole den Verschluss auf und habe das Messer sofort in der Hand. Also die optimale Lösung, und das Messer ist hier auch so gefixt, dass es nicht verloren gehen kann. Ja, ein super stabiler Druckknopf dabei. Also diese Trageweise ist zum Beispiel bei mir beim Jagen optimal.
Ja, ich hoffe, die Vorstellung von dem TBS Bohr Bushcraft Knife hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann schreibt mir einfach. Wie gesagt, mein persönlicher Favorit und die Nummer 1. Jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Hans. Ciao.